I'm angry at Uwe, my eldest son. Weil er keinen Kontakt zu mir will. Because he doesn't want to have contact with me. He does not want to have contact with you. Er will keinen Kontakt mit dir haben. Can you absolutely know that that's true? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Does he say he does not want to? Sagt er, er möchte keinen Kontakt? Ja, er hat vor zwei Jahren mir einen sehr langen Brief geschrieben, in dem er alles niederschrieb, was für ihn sehr schwer war. Yes, 2 years ago he wrote a long letter to me, writing about everything that was difficult for him. Und ich habe ihm geantwortet, eigentlich nur zwei Sätze. And my answer consisted of just 2 sentences. Dass ich mich sehr bedankt habe für den Brief und dass es mir sehr leid tut. Saying that I was really sorry and I said thank you for the letter. Dann hat er nach einer Weile mir geantwortet. After a while he answered, dass er jetzt in so vielen Jahren sich alleine zurechtfindet. Er hatte Kontakt mit Drogen und er hat eine sehr schwere Zeit. Aber dass er Angst davor hätte, wieder mit mir Kontakt zu haben. That after all these many years he'd get along pretty well on his own, because before he had had contact with drugs and he had had difficult times, but that at the time he was afraid of having contact to me. Yes. Und vor zwei Tagen habe ich ihn nach langer Zeit gesehen. Mein jüngster Sohn hat geheiratet. And 2 days ago I met him after a long period of time. My youngest son got married. Und ihn zu sehen in seiner äußeren Erscheinung und in seinen Bewegungen, ist er mit 38 Jahren meinem Vater so ähnlich im Außen. To see him in his outer appearance and in the way he moves, he has so much similarity with my father. Und die Geschichte mit meinem Vater ist ein einziges Märtyrium. And the story with my father, this is just a martyrdom. Er war schizophren. He was a schizophrenic. Und ich war ihm völlig ausgeliefert. And I was completely at his mercy. Yes, honey. Ja, Liebe. Your son does not want to see you. Dein Sohn möchte dich nicht sehen. Is that true? Ist das wahr? Can you know his mind or his heart? Kannst du seinen Kopf, also seinen Geist kennen, sein Herz kennen? Yes, he says he does not want to. Ja, er sagt, er will dich nicht sehen. Yes, he stays away for 2 years. Ja, er bleibt 2 Jahre lang weg von dir. And can you know his heart? Und kannst du sein Herz kennen? Nein. No. How do you react when you think that thought? Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken denkst? He does not want to see me. Er will mich nicht sehen. Ein Teil ist sehr ärgerlich. Ich bin dann auch sehr ärgerlich auf ihn. Part of me is really angry at him. Und der andere Teil hat sehr viel Verständnis dafür. And another part has a lot of understanding for that. Yes. Ja. That sounds very dear. Das klingt sehr lieb. Who would you be without the thought, my son does not want to see me? Wer wärst du ohne den Gedanken, mein Sohn will mich nicht sehen? Who would you be if you did not believe that? Wer wärst du, wenn du diesen Gedanken nicht glauben würdest? Ich glaube, eine verständnisvolle und liebende Mutter, die aber trotzdem ihren Sohn losgelassen hat. I think an understanding and loving mother who still has let go of his son. I think that's who you are. Ich denke, das ist das, wer du bist. My son does not want to see me. Turn it around. Mein Sohn will mich nicht sehen. Kehre es um. What is the opposite of my son does not want to? Was ist das Gegenteil von mein Sohn will nicht?
Mein Sohn will mich sehen. My son wants to see me. Yes. Yeah. My thought is, he wants to see you and it's just too painful. Mein Gedanke ist, er will dich sehen und es ist einfach zu schmerzlich für ihn. He doesn't see you when he's with you. Er sieht dich nicht, wenn er mit dir zusammen ist. He sees his story about you when he sees you. Er sieht seine Geschichte über dich, wenn er mit dir zusammen ist. And that can be very painful for some human beings. Und das kann für manche Menschen sehr schmerzhaft sein. It has nothing to do with you. Es hat gar nichts mit dir zu tun. He thinks of you and all these stories and pictures come. Er denkt an dich und dann tauchen alle diese Gedanken und Bilder auf. And he thinks it's you. Und er denkt, das seist du. He thinks that's who you are. Er denkt, das ist, wer du bist. And that's too painful for him yet. Und das ist bisher noch zu schmerzhaft für ihn. My son does not want to see me. Turn it around. Mein Sohn will mich nicht sehen. Kehre es um. Ich möchte meinen Sohn nicht sehen. I don't want to see my son. Yes. Yeah. Now give me 3 reasons why this is true. Gib mir 3 Gründe, warum das wahr ist. 3 reasons you don't want to see him. 3 Gründe, weswegen du ihn nicht sehen willst. 3 reasons that are better for you and for your son. 3 Gründe, warum es besser ist für dich und deinen Sohn. Ich habe Angst vor meinem Sohn. I'm afraid of my son. Yes, honey. Ja, Süße. That's one. Das ist einer. Ich möchte meinem Vater nicht begegnen. And I don't want to meet my father. Yes. Yeah. Yes, when you see your son, you see your father. Ja, wenn du deinen Sohn siehst, siehst du deinen Vater. That's why you're afraid of your son. Und deswegen hast du Angst vor deinem Sohn. You project the story of your father onto your son. Du projizierst die Geschichte von deinem Vater auf deinen Sohn. And that's okay. Und das ist in Ordnung. We're just noticing. Wir bemerken das einfach nur. That's 2. Das ist Nummer 2. One more reason that it's better that you do not see your son. Noch ein Grund, warum es besser ist, wenn du deinen Sohn nicht siehst. That you do not see your son yet. Dass du deinen Sohn noch nicht siehst. Ich möchte auch seine Angst nicht, mich auch seiner Angst nicht aussetzen. I don't want to be present in his fear. Yes, honey. Ja, Liebe. That sounds like a very aware mother. Das klingt wie eine sehr bewusste Mutter. Sweetheart, you were at your father's mercy. Liebling, du warst deinem Vater ausgesetzt. He was schizophrenic, very confused. Er war schizophren, sehr verwirrt. You were at his mercy. Du warst ihm ausgeliefert. Is this true? Ist das wahr? Das ist wahr. This is true. So, you want to travel into fear? Möchtest du in die Angst hineinreisen? Holding hands with me as we go? Und möchtest du meine Hand halten, während wir zusammenreisen? Okay, honey. So, let's go to the place that was the most terrifying when you were with your father. Lass uns an die Stelle gehen, die am entsetzlichsten für dich war, als du mit deinem Vater zusammen warst. And if you want to stop, it's okay with me anytime. Und wenn du zu jeglichem Zeitpunkt aufhören willst, dann ist das ganz für mich in Ordnung. But I'm not going to leave you. I'm going to be with you all the way. Und ich werde dich nicht verlassen. Ich werde die gesamte Zeit, den gesamten Weg bei dir sein. Find
a very frightening, painful time. Finde eine sehr angsteinflößende, schmerzhafte Zeit. When you were at your father's mercy. Als du deinem Vater ausgeliefert warst. How old are you? Wie alt bist du? I think six years. 16? 16? Six. So, what is going on? Describe it. Where are you? Where is he? Was passiert da gerade? Beschreib das mal. Wo bist du? Wo ist er? Er kam nachts. Was aber öfter passiert ist, es ist nicht nur einmal, sondern das habe ich über Jahre. It happened during years. At night he came und zog mich aus meinem Bett and tore me out of my bed, dragged me out of my bed. Und ich musste in sein Bett. And I had to come into his bed. Yes, sweetheart. Ja, Liebling. Now go to the most frightening, painful time that you can remember. Und jetzt geh an die beängstigendste. You're in his bed. Zeit, an die du dich erinnern kannst. Du bist bei ihm im Bett. Or he's dragging you to his bed. Oder er zerrt dich zu seinem Bett. Which one is the most frightening? Was ist am angsteinjagendsten für dich? In his bed or dragging you to his bed? In seinem Bett oder wie er dich zu seinem Bett zieht? Beides. Both. Ich lag ja fast immer nachts. Nur in einer Angsthaltung, dass es wieder passiert. Almost each night I had this fearful position that it might happen again. Yes. So now, go to the place that is the most painful. Geh jetzt an die schmerzhafteste Stelle. You're in his bed. Du bist bei ihm im Bett. And what is he doing? Und was macht er? Mit seinen Fingern geht er in meine Scheide. He goes into my vagina with his fingers. Yes, honey. Ja, Liebling. And that's the most painful. Und ist das Schmerzhafteste? Now, what are your thoughts when he's doing that? Was sind deine Gedanken, während er das macht? Ich bin nur erstarrt. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. I don't know what I thought. I'm just frozen. So, see if you can be there now, little girl, 6 years old. Schau mal, du kleines sechsjähriges Mädchen, ob du jetzt da sein kannst. Your father's hands in your vagina. Die Hände deines Vaters in deiner Vagina. What are your thoughts? Locate them. Was sind deine Gedanken? Lokalisiere sie. Look at your thoughts. What are they? Schau dir deine Gedanken an. Wo sind sie? Be there with that little girl. Sei dort zusammen mit dem kleinen Mädchen. Be that little girl. What are your thoughts? Sei das kleine Mädchen. Was sind deine Gedanken? Schmutz. Dirt. Sterben wollen. Wanting to die. Weglaufen. Running away. Und wo ist meine Mutter? Where's my mother? Keep going. Mach weiter. Wo ist Gott? Where's God? Yes, honey. Ja, Liebling. He's never going to stop. Er wird niemals aufhören. You find that thought? Kannst du diesen Gedanken finden?
This is never going to end. Das wird nie mehr aufhören. You find those thoughts. Kannst du diese Gedanken finden? Ja. In meiner Angst war ich so an ihn gebunden. In my fear, I was so bound to him. So little girl. Also kleines Mädchen. He's never going to stop. Er wird niemals aufhören. Can you absolutely know that that's true? Kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Little six-year-old girl, can you absolutely know that that's true? Kleines sechsjähriges Mädchen, kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Ich weiß es nicht. I don't know. How do you react when you think that thought, he's never going to stop? Wie reagierst du, wenn du den Gedanken hast, er wird nie mehr aufhören? Ich bekomme Schmerzen in meinem Hinterkopf. Oh. I got pain in the back of my neck, back of my head. So little girl. Also kleines Mädchen. What happens to the pain when you think the thought he's never going to stop? Was passiert mit dem Schmerz, wenn du den Gedanken hast, er wird nie mehr aufhören? It's going to get worse. Es wird noch schlimmer werden. Ich meine, dass ich mehr immer in dem Gedanken war, hoffentlich ist es bald vorbei. I think that I was more in the thought, I hope that it will soon be over. Yes. And how do you react when you think that thought? Ja, und wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken hast? I hope that it'll soon be over, and he continues. Ich hoffe, dass es bald vorbei ist und er macht weiter. Ich weiß nur, dass ich immer mehr verkrampft bin und nur darauf gewartet habe, dass es endlich aufhört. I only know that I got more and more rigid and that I was only waiting for it to end. Yes, honey. Ja, Liebe. You need God, is that true? Du brauchst Gott, ist das wahr? You need your mother. Du brauchst deine Mutter. Is that true? Ist das wahr? Das ist wahr. Yes, it is true. And how do you react when you think that thought and they don't come? Und wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken denkst und sie kommen nicht? Der Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? That sentence, my God, why hast thou forsaken me? Das war der Satz meines Lebens. This was the sentence of my life. So how does your body react when you think that thought and your mother does not come? Wie reagiert dein Körper, wenn du diesen Gedanken denkst und deine Mutter kommt nicht? And God does not stop it. Mit Zorn. Und Gott hört nicht auf damit. Meiner Mutter gegenüber mit Zorn. I get rage towards my mother. Gott gegenüber. And towards God. And how does that feel? Und wie fühlt sich das an? Rage at mother and rage at God. Zorn auf die Mutter und Zorn auf Gott. Ja, ich glaube Zorn auf Gott. Ich kann mich nicht erinnern. Nein, Zorn auf Gott. Ich weiß es nicht. And rage towards God. I don't remember. I don't know. Rage toward your mother. Okay, Zorn auf deine Mutter. How does that feel to experience rage toward your mother? Wie fühlt sich das an, Zorn auf deine Mutter zu erleben? Ja, Zorn, wütend, ärgerlich. Well, rage, angry, annoyed. So little girl. Also kleines Mädchen. 6 years old. Sechsjährige. What is more painful, your father's fingers in your vagina or the hatred toward your mother?
Was ist schmerzlicher, die Finger von deinem Vater in deiner Scheide oder dein Hass auf deine Mutter? What is more painful? Was ist schmerzhafter? Your father's fingers or the thought, I need my mother and she doesn't come. Die Finger deines Vaters oder der Gedanke, ich brauche meine Mutter und sie kommt nicht? Das zweite, ich brauche meine Mutter und sie kommt nicht. The latter one, I need my mom and she doesn't come. Yes, Angel. Ja, Engel. So who would you be without this thought? Wer wärest du ohne diesen Gedanken? Little girl, who would you be without that thought? Kleines Mädchen, wer wärest du ohne diesen Gedanken? I need my mother. Ich brauche meine Mutter. Ich kann die Frage nicht beantworten. I can't answer the question. It's okay. Das ist in Ordnung. I need my mother. Turn it around. Ich brauche meine Mutter. Kehre es um. Ich brauche meine Mutter. I need my mother. Turn it around. Kehre es um. Meine Mutter braucht mich. My mother needs me. No. Nein. Find another one. I need my mother. Ich brauche meine Mutter. What is the opposite of I need? Was ist das Gegenteil von ich brauche? Ich brauche sie nicht. I don't need her. No. Is that truer? Ist das wahrer? Nein. No. Was she there? War sie denn da? Sie war auch medikamentenabhängig und lag oft im Bett nebendran und hat nichts mitbekommen oder wollte nichts mitbekommen. She was addicted to medication and often she was lying in the bed next to it and either she didn't want to get it or she didn't get it. So she was not there for you. Das heißt, sie war nicht für dich da. Ja. Yes. I need my mother. Turn it around. Ich brauche meine Mutter. Kehre es um. I need. Ich brauche. Meine Mutter nicht? Ich verstehe es jetzt nicht. I don't need my mother. I don't understand it. You survived without her. Du hast ohne sie überlebt. Oh. It's reality. Das ist die Realität. You lived through it. Du hast es durchlebt. The hatred in your heart was more painful than the experience. Der Hass in deinem Herzen war schmerzhafter als das Erlebnis. These are the things that we live with. Und das sind die Sachen, mit denen wir leben. And we associate with that experience when we think of it. Und wir assoziieren das mit einem Erlebnis, wenn wir daran denken. And so now we're looking at the real pain the little girl experienced. Und jetzt schauen wir uns den wirklichen Schmerz an, den das kleine Mädchen erlebt hat. The most pain I hear from you. Der größte Schmerz, das höre ich von dir. I need my mother. Ich brauche meine Mutter. Turned around, I need. Ich brauche, kehre es um. And put your name on it. Und setze deinen Namen da rein. Ich brauche mich. I need myself. Yes. Ja. To be there for you. So dass du für dich da sein kannst. What were your thoughts when your father came to your bed? Was waren deine Gedanken, als dein Vater zu deinem Bett kam? What were your thoughts, little girl, when your father came to your bed? Was waren deine Gedanken, kleines Mädchen, als dein Vater zu deinem Bett kam? To drag you out. Um dich da rauszuziehen. Todesangst. Fear of death. So he's going to kill you. Also, wird dich töten. Those were your thoughts. Das waren deine Gedanken. He's going to kill you, little girl. Wird Here he comes. Töten, kleines Mädchen, da ist es wieder. Can you absolutely know that it's true? He's going to kill you. Kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist, dass dich töten wird?
Nein, das kann ich nicht. No, I can't. So little girl, how do you react when you think that thought, he's going to kill me? Also kleines Mädchen, wie reagierst du, wenn du den Gedanken hast, er wird mich töten? What happens when you think that thought, he's going to kill me? Was passiert, wenn du den Gedanken hast, er wird mich töten? What happens inside of you when you think that thought? Was passiert in dir, wenn du diesen Gedanken hast? Ich habe mich nicht gewehrt aus Angst, dass es nur noch schlimmer wird. I didn't defend myself because I was afraid that it might get even worse. What happened inside of you when you think the thought he's going to kill me? Und was passiert in dir, wenn du den Gedanken hast, er wird mich töten? What did your body do? Was hat dein Körper gemacht? Did it tighten? Hat sich angespannt? Did it panic? Yeah. Yes. So feel that. Spür das. Yeah. Yes. So little girl, does that thought he's going to kill me bring peace or stress? Also kleines Mädchen, bringt dieser Gedanke, er wird mich töten, Frieden oder Stress? As your father is coming to drag you out. Stress. Während dein Vater kommt, dich rauszuzerren. Stress. So little girl, who would you be? Also kleines Mädchen, wer wärest du? Without the thought he's going to kill me. Ohne den Gedanken, wird mich töten. Keep your eyes closed. Halt deine Augen geschlossen. Look at his face. Schau dir sein Gesicht an. Look into his eyes. Schau ihm in die Augen. Be very gentle and brave. Sei sehr sanft und tapfer. Look at him. Schau ihn an. Who would you be without the story he's going to kill me? Wer wärest du ohne den Gedanken, wird mich töten? Be still. Sei still. And look at Father's face. Und schau dir Vaters Gesicht an. Without your story. Ohne deine Geschichte. What do you see? Was siehst du? Ein Ungeheuer. A monster. Look into his eyes. Schau ihm in die Augen. Without your story. Ohne deine Geschichte. Really look. Schau richtig hin. Without story. Ohne Geschichte. What do you see? Was siehst du? Das Böse. The evil. Keep looking. Schau weiter. Anytime you notice a story. Und jedes Mal, wenn du eine Geschichte bemerkst. Just drop it. Lass sie einfach los. And look at his eyes, into his eyes and face without a story. Und schau dir seine Augen an, schau in seine Augen, in sein Gesicht, ohne eine Geschichte. Da ist Angst, viel Angst. There is fear, a lot of fear. Yes. You see a man full of fear. Du siehst einen Mann voller Angst. Is that what you saw? Ist es das, was du gesehen hast? Ja. Yes. Tell me about that. Erzähl mir darüber. He's full of fear. Ist voller Angst. Und auch Hass.
and also hatred. And tell me more. Erzähl mir mehr. Look at him without a story. Schau ihn dir an ohne Geschichte. He's full of fear. Er ist voller Angst. Look into his face. Schau in sein Gesicht. Tell me. Erzähl mir. Does he want to hurt you? Will er dich verletzen? Will er dir wehtun? Mehr sehe ich jetzt in seinem Gesicht. Hilf mir. What I rather see in his face is help me. Yes, precious. Ja, du Wertvolle. Yes, precious. Du Kostbare. Thank you for looking into the eyes of fear. Danke, dass du in die Augen der Angst gesehen hast. He's going to kill me. Er wird mich töten. Turn it around. Kehre es um. Ich werde ihn töten. I'm going to kill him. Did you ever have that thought? Hast du jemals diesen Gedanken gehabt? Oh ja. Oh yes. Nicht, dass ich ihn umbringe, aber ich habe gebetet, dass er einen Unfall hat oder irgendwas, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Darum habe ich gebetet, ja. Not that I'd kill him, but I prayed for him having an accident, for him not coming back, things like that. This was what I was praying for. Yes. He's going to kill me. Er wird mich töten. Can you find another turnaround? Kannst du noch eine andere Umkehrung finden? Nein. No. I am going to. Ich werde. Kill. Töten. Ich werde ihn töten. I'm going to kill him. You did that one. Den hast du schon? Die Umkehrung hast du schon? Ja. Yeah. I am going to kill. Ich werde töten. Myself. Mich selbst. Look at the pain that comes from the thought he's going to kill me. Schau dir den Schmerz an, der von dem Gedanken her rührt. Er wird mich töten. That thought chokes out your life. Dieser Gedanke wirkt das Leben aus dir heraus. And it blinds you from seeing. Und es macht dich blind dafür zu sehen. What's in his face? Was in seinem Gesicht ist? His true face. Sein wahres Gesicht. He's going to kill me. Er wird mich töten. Precious, precious little child, turn it around. Du wertvolles, wertvolles kleines Kind, kehre das um. What is the opposite of he's going to kill me? Er wird mich töten. Was ist das? Die Umkehrung dessen. He is not. Er wird mich nicht. Ich wäre nicht drauf gekommen. It didn't cross my mind. No. Nein. Fear can only see hell. Angst kann nur die Hölle sehen. Fear is hell. Angst ist die Hölle. I need God. Turn it around. Ich brauche Gott. Kehre das um. I need. Ich brauche. And put your name on it. Setz deinen Namen ein. Ich brauche mich. I need me. Yes, I think that maybe that's where God lives. Ja, und ich denke, das ist vielleicht da, wo Gott lebt. Inside of you. In dir. Ja.
That's where your strength is. Und da liegt deine Stärke. It's where true insight is born. Und dort wird wahre Einsicht geboren. You're a very courageous woman to take this trip. Du bist eine ganz mutige Frau, dass du dich auf diese Reise begeben hast. I invite you to sit alone with yourself. Ich lade dich ein, alleine mit dir zu sitzen. And take a trip into every story of hell you ever experience. Und eine Reise zu machen zu jeder Geschichte der Hölle, die du jemals erlebt hast. Find your thought systems. Finde deine Gedankensysteme. The thoughts you were experiencing. Die Gedanken, die du erlebt hast. And get a grasp on reality. Und bekomme die Realität in den Griff. I want him to stop. Ich will, dass er aufhört. Turn it around. Kehre es um. I want me. Ich will, dass ich. Ich will, dass ich aufhöre, mich zu töten. I want to stop me from killing me. Yes, honey. Ja, Liebe. Maybe he could not stop. Vielleicht konnte er nicht aufhören. Maybe he was too confused. Vielleicht war er zu verwirrt. So you just work on you. Von daher arbeite du einfach an dir. How many times did he drag you to his bed? Under 1,000? Wie oft hat er dich zu seinem Bett gezogen? Unter 1,000? Ja, unter 1,000 schon, ja. Yes, under 1,000. Under 500? Weniger als 500? Auch weniger, ja. Yes. Under 400? Unter 400, also weniger als 400? About 400. Ungefähr 400. And how many times have you seen those pictures of that little girl in your head? Und wie viele Male hast du diese Bilder von dem kleinen Mädchen in deinem Kopf vor dir gesehen? More than 400? Öfter als 400 Mal? Sure, ja. Sicherlich. How many? Wie oft? Thousands? Tausende? Yes. Ja. I want him to stop, turn it around. Ich will, dass er aufhört, kehre es um. Ich will, dass ich aufhöre, diese Bilder zu sehen. I want me to stop from seeing these pictures. Yes, honey. Ja, Liebe. Yes. Ja. That's self-love. Das ist Selbstliebe. When they come up again, be gentle. Und wenn sie wieder auftauchen, sei sanft. And go back in. Und geh zurück und wieder da rein. Look at the terrifying thoughts. Schau dir die entsetzlichen Gedanken an. Put them on paper. Bring sie zu Papier. And question them. Sit with that little girl. Und hinterfrage sie. Sitz mit dem kleinen Mädchen zusammen. It's your job to go back and mother her. Es ist deine Aufgabe, zurückzugehen und sie zu bemuttern. So that she can mature and live inside of you as a mature, fearless, beautiful woman. So dass sie heranreifen kann und in dir als reife, furchtlose, schöne Frau leben kann. Until this is done, you project that same fear onto your son. Und bis das vollbracht ist, wirst du dieselbe Angst auf deinen Sohn projizieren. And you feel that inside of you, and that separates. Und du fühlst das in dir und das trennt. You are the love of your life. Du bist die Liebe deines Lebens. Give yourself back to yourself. Gib dich dir selbst zurück. You're amazing. Du bist erstaunlich.
Thank you for taking the trip. Danke, dass du diese Reise unternommen hast. Thank you so much. Vielen Dank. I invite you to go lie down somewhere and just be still. Ich lade dich ein, dich hier irgendwo hinzulegen und einfach still zu sein. Maybe you bring her a pillow and she'll just lie down right here. Vielleicht bringt ihr ein Kissen und dann legt sie sich einfach direkt hier hin. Just lie down with that little girl and leg dich einfach hin mit dem kleinen Mädchen. And just let the process und lass den Prozess have its life in you. Sein Leben in dir haben. And just feel the grace of God in you, honey. Und Liebe, spüre die Gnade Gottes in dir. The grace of you. Die Gnade von dir. So were you able to travel yourself? Wart ihr in der Lage, selbst auch zu reisen? How many of you were able to do your own work while she was doing hers? Wie viele von euch waren in der Lage, die eigene Arbeit zu machen, während sie ihre gemacht hat? Very courageous. Sehr mutig. How many of you were more interested in her answers than your own work? Wie viele von euch hatten mehr Interesse an ihren Antworten als an deiner eigenen Arbeit? It feels much safer that way, doesn't it? So fühlt es sich viel sicherer an, oder? And who knows, maybe it's not. Und wer weiß, vielleicht ist das gar nicht so. We always begin now. Wir fangen immer jetzt an. I have found that the only way out of terror is into the terror. Ich habe festgestellt, dass der einzige Weg, wie man aus dem Entsetzen herauskommt, darüber geht, ins Entsetzen hineinzugehen. When you go into terror with the four questions, wenn ihr mit den vier Fragen in das Entsetzen hineingeht, it's like going in with a flashlight. Ist es, als ob man mit einer Taschenlampe da reingeht. Into the darkness. Mit einer Taschenlampe in die Dunkelheit. And you put the light on it and the darkness disappears. It cannot survive. Und ihr bringt das Licht in die Dunkelheit, die dann verschwindet, weil sie da nicht überleben kann. And that's the power of truth. Und das ist die Kraft der Wahrheit. Any questions? Gibt es Fragen? Yes, honey. Ja, Liebe. I was following and I saw the places where I wanted to escape the own answers. Ich habe da mitgemacht und ich sah auch die Stellen, wo ich meinen eigenen Antworten entkommen wollte. And I also saw many other stories rising out of the one and I got totally distracted because I felt there is another one, but I was still not finished with the old one. Und ich habe aber auch gesehen, wie ganz viele Geschichten aus der einen Geschichte entstanden sind und wie ich mich dadurch habe ablenken lassen, obwohl ich mit der einen Geschichte noch gar nicht fertig war. So good. Gut. You go back in